Was ihr hier seht, ist eigentlich ein ganz normaler Autobahnparkplatz. Aber von uns wurde er einmal kurz vergewaltigt, weil er hatten schon im Vorfeld so viel Freude und Spaß an der Sache, dass wir einfach diese kleine Party abziehen mussten. Ja, der Weg nach Berlin war weit, aber er war spaßig, denn wir haben sehr viele Waver getroffen, die auch nur das eine Ziel hatten und die auch Stimmung machten im Auto und auf der Bahn. Und da waren wir nun auf dem Kurfürstendamm im Herzen von Berlin und mit uns alle anderen, die wir vorher auf der Autobahn und am Stadtrand von Berlin schon getroffen hatten. Es war einfach der Wahnsinn. Und als Anpeitscher am Mikro Andy Dux, der DJ aus dem Techno-Club Frankfurt, Dorian Gray. Einige Leute sind sogar extra mit dem Lovebike nach Berlin gekommen. Ja, und es waren auch ziemlich seltsame Leute dabei. Warte!
Ja, und die Veranstalter und die DJs und alle Aktiven, sie hatten Erfolg, denn der ganze Kudamm, 50.000 Leute tanzten und feierten. Alle Seitenstraßen waren voll und bebten und tanzten dabei. Es war echt der reine Spaß. Tja, sogar die Polizei feierte mit. Tja, und wer will da noch sagen, Breakbeat wäre tot? Pustekuchen! Wer könnte das besser beweisen als die Milchposse aus Mannheim? Einige sind nicht mit dem Lastwagen gekommen, sondern mit ihren privaten Trikes. Entgegen der Meinung dieses netten Herrn, es regnete nicht. Und da kommt er, mein ganz privater Lieblingswagen mit dem einzigen singenden DJ. Ihr kennt ihn alle. Ich nicht. Na Mensch, Maruscha! Bei so viel Space muss gesagt werden, dass Dag auch endlich wieder gelandet ist.
Ladies and Gentlemen, we are all one nation. Der Wagen aus den neuen Bundesländern. Da kommt er, jeder hat so seine persönlichen Favoriten. Und da kommt meiner, der Mann aus Frankfurt, Sven Feit. Wir haben ihn auch erst nicht erkannt. Naja, kein Wunder bei der Verkleidung, oder? Fürs Erste war's das. Von 16 bis 20 Uhr die Parade auf dem Kudamm. Wir waren geschafft wie nix. Aber kein Grund, Müdigkeit zum Vorschützen. Weil abends in ganz Berlin jede Menge Partys. Zum Beispiel im Huxleys, die Love to Love. Oder Halle Weißensee, jeder kennt sie, die Love Nation. Unter anderem gab's auch noch einen Hardhouse Label Rave. Und dann noch jede Menge andere Sachen. Jeder konnte irgendwo mitmachen.